Wer besondere Orte entdecken möchte, wird in Bad Langensalza an jeder Ecke fündig. Ein festes Ziel für Kinder ist ein bunt bemaltes Fachwerkhaus. Die Rumpelburg. Ganz genau. Ach, die liebe ich. Da habe ich mit meinem Kind ganze Tage drin verbracht. Ist auch wirklich liebevoll gemacht. Ja. Also ich finde es eines der schönsten Spielplätze, Abenteuerspielplätze, die ich kenne. Also das ist so schön da drin und auch die Veranstaltungen, die machen, ich finde das einfach nur toll. Also eine alte Scheune. Drin und draußen spielen kannst. Kann ich nicht mal reingucken, ganz kurz? Oh klar, natürlich. Ich guck noch mal. Ich glaube, es ist Zeit für mein Lieblingsprogramm. Leute, macht doch einfach mit. Wer die Rumpelburg betritt, sieht in große, leuchtende Kinderaugen. Die Begeisterung ist ausschließlich analog gesteuert und verbrennt jede Menge Kalorien. In der Knirpsenstadt im Garten geht es immer bunt zu. Quirlige Kinderhände und Füße nehmen alles in Besitz. Mit großer Liebe zum Detail ist hier eine Zauberwelt geschaffen worden. Aber Ordnung muss sein. Nur wer saubere Wechselschuhe dabei hat, darf sich durch die Etagen der Rumpelburg klettern. Diese herrliche Burg gehört der Stadt. Kinder sind ihr wichtig. Also es gab einen Spielplatz, der weggemacht wurde. Und da hat unser ehemaliger Bürgermeister gesagt, es kommt wieder ein Spielplatz in die Innenstadt. Und da ist diese schöne Sache hier entstanden. Und das Schöne ist halt hier in der Rumpelburg, dass es nicht nur ein Innenspielplatz ist, sondern auch ein Außenspielplatz ist. Weil das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes hier. Und wer darf sich in der Rumpelburg für kleines Geld austoben? Wir sagen immer von 0 bis 99, weil die Zielgruppe ist von 2 bis 12. Aber von 0 bis 99, weil hier alle alles machen können. Oma kann hier Geburtstag feiern und in Ruhe mit Freundinnen plaudern. Die Enkelkinder sind beschäftigt. Wer nicht mehr toben mag, kann basteln. Aber was ist das Tollste an der Rumpelburg? Die Rutschen! Also wir haben schon überall gerutscht und so. Die Rutschen. Wer einmal hier war, wird immer einen Grund finden, wiederzukommen.